Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ja, wir fliegen erstmal so kurz hier über die Stadt drüber. Und hier sind wieder irgendwelche Zeichen. Nicht genügend Kunden. Ja, die eiern hier natürlich auch alle noch immer über diese eine Straße hier rüber. Frage ist, wir haben ja hier drüben eigentlich schon eine Verbindungsstraße gemacht. Aber hier kommt relativ wenig durch. Der Großteil steht halt hier und steht halt hier dann an der Ampel. Können wir denn, was passiert denn, wenn wir dieses kleine St Jetzt haben wir das jetzt kleiner gemacht noch? Nee, wollte ich ja gar nicht. Ich wollte das hierauf verbessern. Bringt es denn was? Nutzen die dann auch die zweite Spur mit, oder? Die fahren nicht so oder so alle da auf der Kreuzung um. Halt auch viele Busse stehen hier gerade. Oh ja, ist gut. Ja, vielleicht macht es sogar Sinn. Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach. Wir haben ja bis jetzt relativ wenig überhaupt mit den ganz großen Straßen gearbeitet. Vielleicht machen wir hier auch erstmal eine ganz große. Jetzt fahren die alle ab der mittleren Spur, biegen die jetzt alle ab. Irgendwie. Ist jetzt irgendwie auch nicht so der Bringer, ne? Also hier müssen wir uns auf jeden Fall irgendwas einfallen lassen. Und die biegen ja alle hier nach unten ab. Vielleicht macht es ja Sinn, hier rüber noch eine Straße zu legen. Boah, schaut mal, wie sich das staut. Wahnsinn. Das ist ja richtig übel. Wir hätten. Macht das denn Sinn? Eigentlich nicht, aber hier kommt echt viel. Da guckt mal, wie die hier alle stehen. Das ist ja Wahnsinn. Wir machen hier draus komplett. Wir machen hier ruhig mal ein paar grüne Bäumchen noch mit hin. Wieso auch nicht? So, ab hier. Mal gucken, ob das was bringt. Aber die stehen da halt wirklich ewig. Tja, man könnte jetzt natürlich daraus Einbahnstraßen machen. Ich setze mich mal ganz kurz ein wenig anders hin, falls ihr es gerade ruppeln hört. Dass wir jetzt sagen, wir machen hier raus eine Einbahnstraße und führen vielleicht hier lang eine Straße zurück. Macht das Sinn? Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Also Sonne, hier komme ich ja wahrscheinlich gar nicht rüber, oder? Huch, jetzt komme ich wieder. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Weil das hier gefällt mir natürlich echt gar nicht. Schaut euch das an.
Ist halt die Frage, ob wir das vielleicht halt wirklich komplett als Autobahn ausbauen, das Stückchen. Oder halt zumindest, wie gesagt, als vielleicht ja nicht mal unbedingt als Autobahn. Autobahn finde ich vielleicht auch ein bisschen übertrieben. So, jetzt sind 5 Minuten vergangen und ich habe nichts gemacht, absolut gar nichts. Und hier steht ein riesengroßes Haus. Krass, Gigastore. Krass. Okay. Ja, also das gefällt mir hinten absolut gar nicht. Ich glaube, ich würde das umbauen. Und zwar, was steht denn hier? Das ist ein Krematorium. Das ist einmal einkaufen bis zum Umfallen und das ist auch noch einmal einkaufen. Ich überlege gerade, wie ich das baue. Gebt euch das an. Stehen sie zwar nicht mehr so weit, aber das ist schon ein ganz schönes Stückchen. Ach ja. Die wollen halt alle hier runter. Wo lang fahren sie denn dann? Richtung Bahnhof vielleicht? Ich probiere mal Folgendes. Und zwar. Was? Nein, kann gar nicht sein. Bauen wir das hier wieder krumm. Nee. Ach, da ist natürlich. Das ist auch keine Brücke im Weg. Komm mal da nicht ran gebaut. Ich dachte, vielleicht mit der Kleinstraße kommen wir vielleicht rum, aber. Nee, so wird das auch nichts. So wird das auch nichts. Ich würde halt ganz gerne die hier irgendwie abzapfen und dann hier rüber schicken. Damit wir da diese Kreuzchen da ein wenig entlasten können. Nee, wir machen das anders. Achso, nein, möchte ich nicht. Ich möchte das bitte gerne verlegen. Entschuldigung. So. So, wir verlegen jetzt den Trolley darüber. Und. Was ist denn hier? Hier, den da wollen wir. Die so und das hier mal. So, und dann nehmen wir hier so eine. So eine. So, das wäre eine Richtung total krumm und schief. Und hier hätte ich dann gerne eine Anbindung. Nee, dann machen wir ruhig hier. Achso, die geht nicht als Einbahnstraße. Keine Ahnung, ob das Sinn macht.
So, und dann würde ich das hier. Kann ich das jetzt auch Einbahnstraße upgraden? Geht das? So? Sieht total scheiße aus, was ich mir gerade vorstelle. Jetzt kommen die da natürlich. Also, sie müssten jetzt ja theoretisch den Weg da wieder rausfahren, aber wir schließen das hier mal irgendwie an. Das gefällt mir alles noch nicht so. Das ist irgendwie auch blöd, was ich da gerade gebaut habe. Aber wir wollen ja auch noch mal ein bisschen was anderes machen. Ja? Was ist jetzt dein Problem? Gebäude ist bereits, Ort ist bereits bewegt. Theoretisch müssten wir das dann ja auch alles Einbahnstraße machen. Das Problem ist, wenn wir hier Einbahnstraße machen, haben wir Probleme, hier wieder dieses andere Gebiet mit abzudecken. Na gut, eine Folge lang absolut gar nichts gemacht. So schaut's aus. Wir haben immer noch ein Bedürfnis nach Bürogebäuden, beziehungsweise Industrie, wie immer. Und das liegt ja eher hier so, ne? Och ja, was machen wir denn dagegen? Ich weiß nicht, vielleicht hätten wir auch von Anfang an ein bisschen mehr mit den Vierteln arbeiten sollen. Ich weiß es nicht. Weil wir können ja theoretisch hier, glaube ich, oder? Genau, könnten wir ja praktisch für die Viertel ja auch so Richtlinien hinstellen. Kostenloser Nahverkehr. Ach, naja, ich weiß nicht. Es ist alles nicht so. In welcher Stadt gibt es kostenlosen Nahverkehr? Es ist kompletter Quark. Ja, hier staut sich das schon. Ja, also es ist auf jeden Fall noch da. Also ganz gefällt mir das irgendwie noch nicht so wirklich. Ich müsste mal überlegen, wie wir das hier am sinnvollsten anbinden. Wo verläuft denn eigentlich unsere Autobahn? Unsere Autobahn verläuft ja nur auf der Seite hier, ne? Und so ohne weiteres kriegen wir die auch nicht darüber gescheffelt. Nee. Es sei denn, wir hätten hier noch ein Gebiet, aber. Na gut. Was brauchen wir denn für die nächste Stufe? Wir brauchen ja noch 60.000. Ich male jetzt erstmal ein paar Wohngebiete. Ich weiß, haben wir auch gerade gar nicht so viel Nachfrage wieder mal nach, aber so wie das halt so ist, was liegt denn das da mit Wasser? Wasser liegt schon, sehr schön. Gut, und als nächstes brauchen wir mehr Büros. Mann, wo soll ich denn noch überall Büros hinbauen? Ich frage mich gerade, ob wir vielleicht hier zu der Arena noch ein paar Bürogebiete bauen. Ich wollte zwar jetzt eigentlich zwangsläufig jetzt nicht unbedingt das so sehr mischen, aber. Was ist da eigentlich für ein komisches Ding? Da brauchst du denn nicht und da auch nicht. Und mal den kleineren.
Ja, in diesem wunderschönen Drehkreis. Der ist ja auch wirklich sehr, sehr hübsch, offensichtlich. Ja, Leute, die Folge ist um. Ich habe absolut gar nichts gemacht. Es tut mir wirklich fürchterlich leid. Ja, es ist nun mal ein wenig knobelig und ich bin mir da gerade noch nicht so sicher, was wir da in den nächsten Folgen noch so zaubern werden. Wie auch immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!